So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Three Kingdoms mit Liu Hong. Weiter geht's, die letzte Session war ja nicht ganz so lang mit zwei Folgen. Nun ist Wochenende und ich denke mal, heute werde ich Minimum acht Folgen aufnehmen. Und gleich die erste Folge hier. Gibt es eine kleine Schlacht gegen Zhang Yang, eine der drei Widersacher wird es ja wohl sein. Hier haben wir auch Hi Yi, einer der etwas größeren und bekannteren Helden dieser Zeit in der Armee. Der hat einen Familienspeer, also eine relativ gute Waffe. Ein sehr interessantes Buch. Die drei Strategien des Herzogs des Gelben Felsens. Plus 5% Einkommen aus Einquellen. Interessant. Ja, dann wieder die ganz typischen Truppen der gelben Turbane bzw. der Rebellen hier. Viele Speerträgerbanden, Bauern, leichte Burgschützen und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Gefecht und wir wollen starten. Wir sind unterlegen mit 1700 Mann gegen 2600 Mann. Ich habe hier auch einige Schlachten zuletzt automatisch gespielt. Das werde ich mir in Zukunft dann doch nochmal überlegen, weil wir mitunter doch relativ hohe Verluste erhalten haben. Auch in ja, automatischen Schlachten. Müssen wir mal gucken. Wir erwischen den Feind sogar im Hinterhalt. Das ist aber gar nicht so von Vorteil, weil wir, wie gesagt, unterlegen sind. Von daher werde ich gucken, dass wir uns doch in etwas weitere Entfernung aufstellen. Wir müssen mal kurz gucken, wo der Fluchtbereich ist. Hier. Dann stelle ich nämlich meine Truppen hier auf und wir versuchen, die Einheiten abzufangen, wenn sie in den Fluchtbereich rennen wollen. Genau, so machen wir es erstmal. So, und stellen wir uns hier auf. Mal gucken, vielleicht marschiert der Feind ja sogar auf uns zu, aber ich denke mal, der will auf alle Fälle hier in diesen Reich rein. Da stellen wir uns mal ein bisschen näher auf. So, wir haben Hütte des Himmels, Azurdrachen für die vorderste Linie. Ein paar Speere. Gut, dafür ist die Infanterie in sehr gutem Zustand, aber die Kavallerie eben nicht, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Kavallerie ist in keinem guten Zustand. So, wir deaktivieren die Duelle. Gehen hier in den Defensivmodus. Und die Kavallerie, die darf auch erstmal hier nur abwarten. Oder will ich ihn direkt angreifen? Gut, wir können natürlich die Nachhut schon mal attackieren. Das können wir machen. Dann würde ich sagen, los geht's. Greifen wir die Nachhut an. Und ja, gucken wir mal, was passiert. So, hier trifft er jetzt auch ein bisschen seine eigenen Truppen. Ja, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Zurück, zurück, zurück. Und ein paar Schockattacken hier. So. Das hat doch schon mal sehr gut geklappt. Die haben wir noch erlöste Gesetzlose. Irgendwann haben wir jetzt schon mal ein paar Einheiten ausgeschaltet. So, weil jetzt die Verstärkung ankommt. Ich will die jetzt noch hier zum Fliehen bringen. Ja, sehr gut, die fliehen. Dann hinterher. Das reicht. Mehr Kavallerie opfer ich jetzt erstmal nicht. So, hier stehen wir bereit. Wundere mich auch, warum der Feind aktuell noch nicht reagiert. Dann ziehe ich mich jetzt zurück. So, da haben wir noch erlöste Gesetzlose, verfolgen wir mal entsprechend. Ja, sehr gut. Haben wir auch ein paar Verluste jetzt bekommen bei der Kavallerie. Weg, weg, weg. Los, weg. So, bei mir ist jetzt eine Einheit schon Kavallerie geflohen. Aber das ist erstmal ganz gut. So, hier haben wir ein bisschen Deckung im Wald. Dürfte nicht allzu viel passieren. Wir reiten erstmal davon. So, und hier kommt der Feind jetzt auch schon näher. Wir schießen aber die ganze Zeit drauf. Der will anscheinend fliehen, ne? Ja, man sieht's, er will fliehen. Sobald er in den Bereich kommt, lässt er seine Truppen fliehen. Was schön ist, wir können halt, während er jetzt hier fliehen möchte, noch ein bisschen auf ihn schießen. Und das macht auf alle Fälle schon mal ein bisschen Schaden, weil hier in diesem Bereich muss er rein. Wird er wahrscheinlich nicht schaffen.
Haltet euch bereit! Erledigt sie! Feuer, schieß mal bitte hinterher. Das klappt doch ziemlich gut. Wir sagen, wir holen die Helden mal nach vorne, um ihn hier ebenfalls abzufangen. Weil ich habe das Gefühl, dass alle Einheiten, die jetzt hier rausrennen, auch fast schon fliehen dann. Wir schießen fleißig weiter. Ach, jetzt sammelt er sich doch. Okay, jetzt sammelt er sich doch mit einigen Truppen hier. Ja. Mal die Truppen hier genau da in die Richtung. Los, los, los! Aufpassen! Bereit machen! Ah ja. Auserwählte der acht Unsterblichen. Das ist eine ziemlich gute Einheit. Unser edler Kamerad wurde angegriffen. Achtung, Krieger! Es ist so. Was haben wir hier? Friedensbringer. Achso, die sind ja sowieso unerschütterlich, ne? Ja. Haltet euch bereit! Angriff! Reitmachen! Angreifen! Ich glaube, wenn ich ihn angreife, dann werde ich es immer wieder abbrechen, dieses Manöver, genau. Ich muss immer wieder in den Bereich rein. Das ist halt der Nachteil, den man hat. Lauf! Ja. Reitmachen! Lascht euren Zorn aus! Angriff! Armbrüste bereit machen! Na, das sieht auch ziemlich gut aus. Kämpft! Schlag zu! Bereit! Nicht nachlassen! Im Laufschritt! Wachtet euch! Achtung! Geschosse abfeuern! Zeigt keine Gnade! Angreifen! Dafür Wachtet haben wir die Helden, ja. Den Männern fehlt Munition! Zieht eure Waffen! Ah, da ist die Munition schon alle. Dann werde ich ihn gleich wohl übel fliehen lassen. Ballisten haben wir ja auch noch. Schießen die eigentlich aktiv? Ja. Aufpassen! Geht auf sie! Haltet euch bereit! Bereit! Lauf, lauf! In den Kampf! Tötet sie! Achtung, Krieger! Na, das klappt doch ziemlich gut. Ich denke mal, das Gefecht haben wir gewonnen und wir haben viele Feinde erwischt. Einen Schritt näher am Sieg. Aber die Munition ist alle. Ah, die Ballisten schießen noch. So. Ah, da sind Bogenschützen. Bogenschützenbande. Brauchen wir nicht. Im Eiltempo! Beeilt euch! Bewegung! Ja, das war's. Wappnet euch! Das sieht doch gut aus. Antreten! Spürt den Schaum der Erde! Nicht nachlassen! Ihr seid schwach! Ich wollte euch leben lassen, aber. Ich spule mal ein bisschen vor, weil so viel passiert hier nicht mehr. Feige. Jetzt hat er noch seine Helden. Und die Helden standen auch zum Einzelnen. Dieser Familienspeer ist schön gut, aber unsere Waffen sind besser. Bei ihm habe ich hier eine Schlachtaxt und er hat sowieso diese Halbmondklinge. Es ist soweit. Wie viele waren das? Ich bin bei 50. Ah, jetzt will er auch fliehen. 55. So schnell kommt er da nicht raus. Allerdings können wir ihm irgendwie fast keinen Schaden zufügen. Ich breche mal das Duell ab hier. Ach, er ist doch der letzte Held. Die anderen beiden Helden sind mittlerweile auch geflohen. Aber ihn würde ich gern schon noch erwischen. So, und das Duell schauen wir uns mal aus der Nähe an. Können wir das Duell vielleicht sogar starten? Nee, will sich nicht duellieren. Bereit machen! Schade. Bereit machen! Dann warten wir erstmal ab. Los, macht weiter! Ihr schafft das! So. Gucken wir uns das mal an. Dafür ist ja viel zu wenig Zeit. Oh,
Nur zu Pferd sind die Duelle nicht ganz so spannend, wie wenn die jetzt hier. Kümmert euch um euren sind. Eigenen Dreck! Wie sieht's aus? Okay. Relativ. Achtung! Relativ euch. Gleich aufgestellt sind wir gerade. Allerdings kriegen wir viel Schaden. Achtung, Krieger! Spürt den Zorn der Erde! Wenn ich diese Attacke mal aktiviere hier. 15.000. Reit machen! Aufpassen! 19.000, ich muss auf die Lebenspunkte schauen. Achtung, Krieger! Eigentlich sind wir völlig überlegen, was alle Werte angeht. Wenn ich das mal vergleiche, hier sind wir viel, viel stärker. Trotzdem schlägt sich Hii ziemlich gut im Duell, muss ich gerade sagen. Wird auch an der legendären Schwierigkeit liegen. Oder an dem Pferd, dass die zu Pferde kämpfen. Aber ich denke mal, jetzt haben wir ihn gleich. Achtung. 11.000 Leben gegen 16.000. Haltet euch bereit! Na, 6.000, 4.000, 2.000. Es ist soweit. Okay, das sollten wir dann eigentlich jeden Moment gewonnen haben. 900. Und. Der feindliche General. Sehr gut, das wurde aber auch wirklich Zeit. Hat sich gut geschlagen, muss ich sagen. Naja, wenigstens regenerieren wir. Wir stehen im verbündeten Territorium. Hii ist tot. Oder verstümmelt oder geflohen. Er ist geflohen. Okay, dann haben wir hier Yu Bao Lang. Den werde ich freilassen. Da kriegen wir 600 Gold für. Und Lian Hu. Den werde ich exekutieren, da bekommen wir nämlich einen Tonschwein. Es ist der Wille des Volkes. Naja, wir regenerieren ganz gut. Dauert alles ein paar Runden, aber lass mit der sie Zeit. Heimkehren. Bei Puyang müssen wir aufpassen. Zwei feindliche Armeen. Und wir werden angegriffen von Beigong Su. Und das Gefecht können wir jetzt automatisch machen. Das haben wir uns, denke ich mal, verdient. Entscheidender Sieg. Da haben wir ja viele Schlachten jetzt geschlagen. Und ja, dann ist es einfach nochmal Zeit, sowas automatisch zu spielen. 300 Mann haben wir verloren, er verliert 1300. Auch noch ordentlich Beute. Wir mal freilassen. Und die ist Level 4, 20 Jahre alt. Koordiniert, einfallsreich und vertrauensvoll. Sehr viele Wissenspunkte. Sie werden wir einsetzen. Los jetzt! Und wir nehmen das Einkommen. Befreit die Gefangenen! Oh, da kommt noch eine Armee. Oder was ist das jetzt? Ah, nee, das ist jetzt. Oh, das müssen wir sogar spielen. Da kommt tatsächlich noch eine Armee. Warum man die nicht gleich dazu geholt hat, ist mir ein Rätsel. Die Schlacht müssen wir spielen. 1800 Mann gegen 300 Mann. Das ist aber auch die letzte Schlacht, die wir gegen Beigong Su spielen werden. Danach wird die Fraktion fast vernichtet sein. Da fehlt ja nur noch dieses kleinere Dorf. Die Stadt werden wir dann nächste Runde erobern. Also hier gehen wir in die Schlacht. Und ja, ich hoffe mal, dass wir die gewinnen. Seht ihr unseren Gegner? Ein schwacher General von unbekannter Integrität. Diese Person darf nicht einmal einen Hauch des Sieges schmecken. Zerstört jetzt ihre Träume, damit sie genau weiß. Damit sie genau weiß. So, wir haben entscheidende Truppen haben wir noch. Viele Armbrustschützen. Es ist soweit. Haltet euch bereit. Ja, die Infanterie hat viel Schaden bekommen und die Kavallerie auch. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir die Schlacht gewinnen werden. Bereit machen. Bereit. Immer nach vorne, die anderen Einheiten haben eher weniger Lebenspunkte. Die Torwachen kommen auf die Flanke. Haltet euch bereit!
So, wir haben noch viel von der Armbrustkavallerie und die sonstige Kavallerie kommt hier erstmal in den Wald. So, dann geht ihr bitte hier aus dem Flankenmodus raus. Und wir marschieren sogar schon nach vorne. Und mit der Kavallerie reiten wir auch erstmal Richtung Norden. Hier haben wir so ein bisschen Nebel, dadurch sehen wir relativ wenig. Ah, in dem Bereich können wir gar nicht reinschauen. So, von hier kommt die Verstärkung. Nehme ich mal an. So, freies Feuer. Ja, ein bisschen Schaden können wir ruhig bekommen. Ich hole die mal ein bisschen näher ran. Stellt euch bitte dort auf. So, die ersten Kämpfe fechten wir mit unserer Armbrustkavallerie aus. Was er kann, können wir auch. Das sind diese Kriang-Jäger, mit denen wir immer relativ große Probleme hatten. Aber unsere Armbrustkavallerie, die macht kurzen Prozess mit denen. Das klappt ziemlich gut. Und vor allem sind wir mit 53 schwer gepanzert. Das ist eine Bogenkavallerie. Rüstungsdurchdringender Schaden 10. Wir wiederum haben 42. Also gewinnen wir das ziemlich eindeutig. Und eindrucksvoll. Schießen wir gleich mal auf die nächsten Einheiten. So, was kommt dort? Die Kriang-Plünderer. Okay, das wird jetzt aufpassen. Die werden wir trotzdem im Nahkampf besiegen. Wir teilen uns hier jetzt ein bisschen auf. Lauf, lauf! Bewegung! Achtung, Krieger! Zieht eure Waffen! Beeilt euch! Bewegung! Und dann hole ich die Einheit auch dazu und jetzt geht's in den Rücken. Dann dürft ihr eigentlich keine guten Chancen haben. Ist dies euer erster Kampf? Ihr seid so schwach wie eure Worte. 36, 35, 34. Ja, sollen die paar Bogenschützen schießen? Haltet euch bereit! Noch ein bisschen die Fernkampfblockchance erhöhen. Das ist ja für ein paar Sekunden aktiv, ne? So 15 Sekunden etwa. Achtung, Krieger! Da flieht schon der erste Held. Das ging ziemlich schnell. Oh, der stoppt vielleicht sogar durch den Fernkampfbeschuss. Aua. Tatsächlich. Gut gemacht. Die machen aber auch echt viel Schaden, das muss man schon sagen. Haltet euch bereit! Okay, ich muss mal jetzt hier ein bisschen, glaube ich, die Munition aufsparen. Da kommt nämlich noch viel Infanterie. So, Speerwachen. Bereit! Schlag zu! Der kaiserliche General kümmert sich darum. He Jin, mittlerweile Level 8. Bereit machen! So, die Säbelkavallerie hat auch gar keine Chance gegen unsere kaiserliche Palastwache. Die heißt nicht umsonst Palastwache. Das ist eben nicht nur eine Fernkampfkavallerie. So, da kommen wir diese Plünderer dazu und jetzt ist die Hauptstreitmacht auch auf dem Feld. Aufpassen. Ich denke mal, es wird Zeit, die nach vorne zu holen. Lauf! Im Laufschritt! Bereit machen! Antreten! Vernichtet sie! Aufpassen! So, jetzt kümmern wir uns erstmal hier um die Djinn-Infanterie. Oh, mein Held ist mittlerweile abgesessen. Aber die werden wir auch ausschalten. Es ist soweit!
Der Hauptmann flieht. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Achtung, Krieger! Achtung! So, damit wird die Garnison besiegt. So. So, mein General will ich jetzt noch zum Hauptgeschehen dazu. Der hat auch nicht mehr viel Leben und kein Pferd mehr. Das heißt, er ist nicht mehr so mobil. Kümmern wir uns erstmal um die einzelnen Einheiten hier, oder? Da kommt Kavallerie. Säbelmiliz. Naja, wir haben ab. Der ist noch relativ voll mit 26 und 28 Einheiten. Ich hole mal ein bisschen was von der Nahkampfkavallerie dazu. Achtung, Krieger! Schildwall. Nehmt eure Positionen ein! Information! Wappnet euch! Schneller! Es ist soweit! Antritt! Schlagt sie nieder! Na, ein bisschen Kavallerie kommt dort noch. Haltet euch bereit! Muss mal aufpassen. Im Laufschritt! So, wenn ihr steht, dürft ihr auch dann schießen. Und bevor ihr uns jetzt einholt, auch da. Wenn man sich die Ausrüstung anschaut von dieser Säbelkavallerie und dann unserer kaiserlichen Palastwache. Das ist schon ein Unterschied. Jetzt kommen noch die kaiserlichen Lanzenreiter dazu. So, die Erde müssen wir ablehnen. Und da ist die Kavallerie schon besiegt. Geht's gleich auf die nächste Einheit. Und auch die wird jeden Moment fliehen. Da ist sie schon weg. So, die Infanterie ist in Reichweite. Unsere Fernkämpfer geben ihr Bestes. Aufgepasst, Schwerträger! Und mal unsere Torwachen in den Kampf. Bereit machen! Zeigt keine Gnade! Achtung! Bereit! Es sind nur Bauern. Die fliehen. Geht gleich auf die nächste Einheit. Es ist soweit. Haltet euch bereit. Aufpassen. So, auf die Fernkämpfer. Wappnet euch. Kein wirklich gefährliches Gefecht für uns, aber wir müssen es eben spielen. Verfolgen wir noch ein bisschen. So, unsere Fernkämpfer kümmern sich auch um die fliehenden Einheiten. Fast ausschließlich um die fliehenden Einheiten. So, dann müssen wir hier mal ein bisschen aushelfen. Bereit machen! So, der General ist mittlerweile auch im Kampf. Und Angriff. Angriff! Vernichtet sie! Das Manöver schauen wir uns mal an. Habe ich schon mal gesagt, dass die Kavalleriestürme in Three Kingdoms die schönsten Kavalleriestürme sind, die in Total War je. Die es in Total War je gab. Muss man wirklich so sagen, es ist einfach so. Es ist auffällig. Also, sonst, also vorher war es immer so, dass sie plötzlich stehen geblieben sind und hier reiten die ja wirklich mitten in die feindlichen Einheiten rein. Das ist viel realistischer, sieht viel, viel schöner aus und das ist natürlich einer der Gründe, was wirklich hervorragend verbessert wurde im Vergleich zu vorigen Teilen. Wir haben gewonnen. Oder? Na, da ist noch ein Held. Na, wo ist er? Hier. Ah, es kommt noch ein bisschen was. Ein bisschen was kommt noch.
Aber es sind fast nur noch Belagerungsgeräte. Oh, Tribuchets. Er wird auf die Kavallerie schießen. Lanzenreiter. Ah, er schießt auf die Torwachen. Ja, das war's. Das war's. Die letzten Truppen. Kaiser sieht alles, hört alles, bekämpft alles, bekämpft jeglichen Zweifel. Das war's, wir haben gewonnen. Ja, können wir werden. Das nächste Gefecht wird garantiert automatisch gelingen. 47 Einheiten sind übrig, 250. Damit haben wir eine versprengte feindliche Armee. Und... ja, das passt. Feiern wir unseren verdienten Sieg! So, Baegong Su können wir gefangen nehmen. Also, beziehungsweise, wir haben ihn gefangen genommen und können ihn jetzt freilassen oder exekutieren. Aber ich exekutieren, dann bekomme ich nämlich einen Exekutionsbogen, ne? Einen Kompositionsbogen. Sie werden uns nichts mehr kosten! Und ich nehme hier mal die 4% Nachschub. Mir nach! So, Gongdu macht bisher keine Anstalten anzugreifen. Oh. Was war das gerade? Ah, das sind Rebellen. Torban-Rebellen. Und wir können Anji besetzen. Das war die letzte Möglichkeit, wo er noch einen Ausfall machen konnte. Da waren anscheinend ohnehin schon die Vorräte erschöpft. Wir besetzen die Stadt. Eine gute Siedlung. Fraktionsregentschaft bei Gongsu. Wir haben den feindlichen Fraktionsanführer vernichtet. Ich kann mich leider die Runde jetzt nicht bewegen. Aber wir verstärken schon mal. Wir haben hier 974.000 Bevölkerung. Das bringt einen Bonus von 8% auf den Nachschub. Wir hatten doch, glaube ich, mal einen Malus auf die grundlegende Verstärkungsrate von 13. Mittlerweile sind es nur noch 11%. Jedenfalls haben wir hier nach und nach ein bisschen, ein paar Bonis. Wer ruft mich? Nicht viel, aber ein bisschen. So, hier schalten wir einen Auftrag frei, industrielle Ausnutzung. Feuerrate im Fernkampf. Wissen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die Genauigkeit. Mehr Feuerrate. So. Hinterhalt entdeckt. Eigenschaft erhalten, Tai Shi Si ist erfüllt. Das erhöht die Zufriedenheit von ihm. So, was haben wir jetzt überhaupt bekommen? Wir haben Anji, das ist eine Stadt auf Stufe 6. Großstadt. Wir haben eine Wehrpflicht, Unterkunft für Lohnarbeiter. Können wir ihn mal kurz noch stehen lassen, damit sich hier noch die Bevölkerung ein bisschen schneller auffüllt. Ich meine, das bringt immerhin einen Bonus von 25.000, aber das werde ich dann irgendwann abreißen. Oder wir lassen das hier stehen und lassen die sowieso wirtschaftlich ausgeprägt, weil wir haben hier eine Minensiedlung, eine Eisenmine. Und hier haben wir jetzt auch größtenteils Industrie. Wir können die Region auch vollständig industriell ausgeprägt lassen. Ich baue auf alle Fälle die kleine regionale Stadt. Wir reparieren hier jetzt die Regierungswerkstätten. Und das Gästehaus wird auch repariert. So. Ja, nächste Runde werden wir uns dann noch Pingyang holen. So, wir haben die Runde das Speerabstück erhalten, einen Jadeaffe, eine Konfuzius-Statue, einen Steinschwein und einen Kompositionsbogen.
Sui Li befolgt Ratschläge. Hat den Feind eingeholt und noch ein bisschen Bonuserfahrung dabei erhalten. So. Und wir haben noch Gebäude errichtet, nämlich eine Stadt jetzt hier in Yuxiang. Die öffentliche Ordnung steigt jetzt hier langsam, da wir Eifer abbauen. Und jetzt hier, denke ich mal, größtenteils die Rebellen besiegt haben. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass der Eifer genau aus dem Grund abgebaut wird, weil wir uns nicht mehr im Krieg befinden mit den gelben Turbanen. Die ziehen ja trotzdem noch durch das Land. Aber solange wir mit denen im Frieden sind, halten die anscheinend auch ihre Eiferer, ihre religiösen, kulturellen Eiferer ein bisschen zurück. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein weiteres Gebäude zu errichten in Yuxiang. Was bauen wir denn? Wir können einen Tempel bauen, der zusätzlich noch die öffentliche Ordnung verbessert. Erhöht auch die Einnahmen aus allen Quellen. Schmied bringt uns nichts. Oder wir bauen noch hier zum Beispiel eine Pferdewechselstation. Das reduziert die Kosten für Landwirtschaftsgebäude. Weil wir die sowieso auch schon auf sehr hohen Stufen mittlerweile ausgebaut haben. Ach ne, wir bauen einen Tempel. Irgendwann wird die Bevölkerung ansteigen und das wird immer mehr zu Unruhen führen. So, dann haben wir noch Dongpingling verbessert. Dann errichten wir an dieser Stelle erst einmal Werkzeugverteilung für Bauern, für mehr Nahrung. Wir haben mittlerweile 60 Überschuss. Das kann sich sehen lassen. So, wir verfolgen erstmal noch die Armee. Das delegiere ich. Gegen das Recht zu handeln ist nicht natürlich. Und wird so, und wir bekommen einen Fehlerfächer, also exportieren wir. Als Verräter verdienen sie nichts anderes. So. Dann bleiben wir erstmal in dem Hinterhalt. Oder ich gehe in die Stadt. Da haben wir ein bisschen mehr Nachschubrate. 2% sind das, glaube ich, in den Siedlungen mehr. Ja, auf Puyang müssen wir aufpassen. Hat der Belagerungsgeräte? Ne, hat er nicht. Das heißt, er muss ohnehin erstmal belagern. Gut für uns. Rebellion der gelben Turbane. Sind die weiterhin im Krieg mit Liu Chong? Ne. Die gelben Turbane haben mit ziemlich vielen Fraktionen mittlerweile Frieden geschlossen, kann das sein? Die führen Krieg gegen Mateng, Hang Sui, Feng Qingfang, Sangyang und Yang Feng. In Ordnung. Wir sind übrigens sehr respektiert. Plus 80 kämpft gegen die Feinde des Bündnisses und plus 5 durch Spion freigelassen. Ne? Das kann sich auch sehen lassen. Ja, um hier nochmal zu Beginn der Sessions ein bisschen auf die Übersicht einzugehen. Wir haben aktuell eine sehr, sehr gute finanzielle Situation. Wir bekommen 5000 pro Runde und das trotz, dass wir 5 volle Armeen unterhalten, die uns zusammen aber auch 16.000 Armeeunterhalt kosten. Wir haben immer noch relativ viele Einnahmen aus den Tributstaaten, nämlich fast 10.000. Das heißt, wir sind immer noch sehr, sehr abhängig vom Kaiserreich. Davon müssen wir ein bisschen loskommen mit der Zeit. Wir müssen unsere eigenen Steuereinnahmen erhöhen. Ja. Gebäudeunterhalt ist sehr niedrig. Charaktergehalt ist mit 5000 passabel. Bei der Größe ist es aber trotzdem ziemlich viel, was wir da bezahlen. Ressourcen kontrollieren wir mittlerweile auch eine Menge. Es gibt sogar Unternehmer als Ressource. Interessant. Industrielle. So, wir haben die höchste Stufe des politischen Einflusses erreicht. Ich denke, in naher Zukunft könnte es sogar mehr von Bedeutung sein, die Dynastieanhänger zu stärken als die Kriegsherren. Denn die Siedlungen werden immer mehr Bevölkerung ansammeln und dadurch werden wir immer weniger Nachschub benötigen. Ja, dieser minimale Bonus, den wir hier bekommen, wir haben ja auch auf der zweiten Stufe immerhin noch 10% Einnahmen aus allen Quellen. So wichtig ist das nicht. Wir verlieren zwar die Kriegskoordination, die hat uns bisher aber auch nicht so viel gebracht, muss man einfach mal so sagen, ne?
Und von daher würde ich tatsächlich vorschlagen, wir gehen in Zukunft dann mal hier Richtung hohe Dynastieunterstützung. Bekommen wir mehr Auftragsplätze und vor allem kriegen die Generäle gleich einen höheren Rang. Da hätte ich nichts dagegen in naher Zukunft. Aber wir haben Zeit, uns damit abzufinden. So, hier sind feindliche Armee von Zhang Yu. Die stehen vor den Toren des Hulao-Passes. Der aber ganz gut verteidigt ist aktuell. So, genau, ja. Vielleicht greifen wir Gongdu dann nochmal an. Anstatt hier ewig abzuwarten. Weil er ist halt immer noch in dieser Festung oder in diesem Tor, ne? Mit mir sollte man. Was wir auch machen können, ist einen Hinterhalt legen. Das und ihn in Sicherheit legen. Ich habe 80. Also hier habe ich 45%, das ist ein bisschen wenig. Vielleicht finde ich eine bessere Position für den Hinterhalt. Da haben wir 80% Hinterhalt, okay. Dann legen wir jetzt den Hinterhalt und hoffen, dass Gongdu in diesen Hinterhalt fällt, weil wir warten hier nur ab und dadurch verlieren wir Zeit. So, hier haben wir mal Teng. Auch interessant. Nicht, dass der mit den Haaren im Krieg sich befindet. Wir schauen mal. Mateng. Ach, der führt auch Krieg gegen Zhang Liang, Zhang Yu, Gongdu und Zhang Bao. Ja, ja. Also wir sind jetzt hier gerade an den Flanken, an den Ausläufern unseres Reiches sehr, sehr konzentriert geworden. Mit vielen, vielen Streitkräften. Im Zentrum, hier Richtung Luoyang und Puyang, sieht es allerdings nicht so gut aus. Ja, muss man aufpassen. Ich habe mich ja mit der Streitmacht von Yang bei Hügels hier vorbeigeschlängelt. Wir können mal schauen, wie lange braucht der? Okay, der ist relativ schnell dort vor Ort. Hört mein Gebrüll. Und ich erreiche auch noch nicht die Stadt Yi. Das wäre natürlich schon mal nett, sich diese Stadt zu holen. Oder wir locken die Streitkräfte zurück. Nee, wir ziehen weiter nach Norden. Bleib wachsam. Ich kenne unser Ziel. Und nächste Runde belagern wir Yi. So, was haben wir hier für eine Garnison? Okay, die haben wir ja auch geschwächt. Hier wurden wir ebenfalls in der letzten Folge noch angegriffen. Die Schlacht hatte ich in der letzten Folge geschlagen. Ja, dann greifen wir dort jetzt an. Für den Sieg! Und das delegieren wir. Wir können noch einen Nachkampf austragen. 100 Mann, mehr als 100 Mann dürfen wir nicht verlieren. 200 Mann, das ist viel. Aber wir bekommen immerhin 1000 Gold als Ausgleich. Und wir haben jetzt die Siedlung auch erobert. Wenn er uns angreift, sind wir, denke ich mal, trotzdem gut verteidigt. Die Helden sind relativ aufgefrischt. Die Infanterie ist in gutem Zustand. Wir haben unsere Ballisten. Wir haben die erste Siedlung erobert. Und wir müssen ja unbedingt jetzt hier diesen Mandatskrieg in die andere Richtung umkehren. Mittlerweile halten unsere Feinde 37 von 50 Siedlungen. Also es ist wirklich längst an der Zeit, dass wir uns darum kümmern. Um diese Probleme. Und ich möchte mich an der Stelle auch verabschieden, denn die Folge ist schon wieder weit vorangeschritten. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.